Die zweite große Sache, die mich berührt hat, aber auch nicht so, dass ich also nun drunter leide, ist im Grunde ein großer Raum in einem Haus, in einem verlassenen Dorf wieder. Die Dörfer waren ja inzwischen alle schon verlassen, evakuiert, und der Treck machte da Station. Und in diesem großen Raum waren also Kinder und Frauen und meine Mutter und ich natürlich auch. Und da stürmten dann die Russen rein, darunter ganz einfache Soldaten, aber auch Offiziere und auch, genau wie bei den Deutschen, junge Leute, also junge Leute. Und da muss es wohl so gewesen sein, ich sehe es nur schemenhaft vor mir, dass dieser Russe auf mich zukam, weil ich war relativ groß, ich war 9. Und meine Mutter hatte sich verkleidet auf alt, hatte da also eine halbe Prothese rausgenommen, war also halb wie so ein zahnloses altes Weib und Kopftuch, aber griff diesen Russen und sagte nein und bot sich an. Also Quintessenz der Angelegenheit, ich habe es im Grunde genommen gar nicht richtig verifiziert, ich hatte ja auch keine Ahnung, ich war ja keine sexuell aufgeklärt, ich hatte wirklich gar keine Ahnung, was das eigentlich sollte. Aber es war dann so, dass innerhalb dieses Raumes sich die Russen entsprechend, ob alte Frauen auf altgemachte Frauen oder jüngere Frauen oder junge Mädchen mit 12 oder 14, die griffen sie sich dann. Und es geschah dann das, was also überall in der gesamten Historie der Fall ist, dass also immer die Frauen unter dem Krieg leiden und immer vergewaltigt werden. Also das ist ja nun historisch, geht das ja nun durch die ganze Geschichte. Ja. Und so war es eben auch, ja. Wir haben nie drüber gesprochen, meine Mutter und ich, überhaupt nicht. Nur in den letzten Jahren, meine Mutter wurde 97, war bei guter Gesundheit, also geistig sehr frisch. Sie war leider Gottes nur blind. Zum ersten Mal sagte sie dann: Du, ich habe eigentlich das alles aufgeschrieben, ich habe aber diese Tagebücher für dich vernichtet, ich möchte dich nicht belasten. Und dann sprach sie ganz ordentlich über diese Vergewaltigung völlig frei und sagte im Grunde genommen, ich gebe nur den Tenor wieder. Es muss wohl bei diesen zwei, sie wurde zweimal vergewaltigt in diesem Raum wohl, ich kann es nicht mehr erinnern. Es war bei dieser Vergewaltigung eine gewisse Anständigkeit, es war keine Brutalität. Also das darf ich nur sagen. Und sie lächelte dann, als sie jetzt so 94 war und mir das nochmal erzählte. Das hat sie nicht beschönigt, sondern es war aber wie eine Erleichterung, weil sie immer dachte, dass ich drunter litt, auch als Kind, dass meine Mutter nun so furchtbar und so weiter. Also es hat ihr keinen Abbruch an ihrem persönlichen Wertgefühl gebracht oder. Also das fand ich also sehr, sehr angenehm eigentlich. Aber sie hatte so lange gewartet. Ihnen das Ja, erzählt. wir haben nicht drüber gesprochen, ja. Nie.